So, another one. Es geht wieder los. Das heißt, 5 Fragen an heute mit der bezaubernden Elke Winter. Das hast du aber nett gesagt, Manny. Ich bin auch vorbereitet. Elke, bist du bereit? 5 Fragen an. Sehr gerne. Wann hast du dich das letzte Mal selber befriedigt? Das war, glaube ich, heute Mittag, als du zugeschaut hast. Ja, das... Elke, jetzt mal ohne Scheiß. Skala 1 bis 10, du nackt vorm Spiegel. 10 ist Hammer. Was sagst du denn selber? Was ich selber zu meinem Körper sage? Mhm. Naja, also... Gut, ich bin so alt wie Demi Moore, aber ich habe den Körper von Beyoncé. Auch wenn ich nicht so braun bin, aber ich meine, weißt du... Was würdest du denn operativ an deinem Körper verändern? Ich brauche gar nichts an meinem Körper operativ zu verändern. Das tut mir jetzt schrecklich leid. Dein beschissenes... Weil, weißt du warum? Oh, weil ich keinen Bock habe, zurückgezogen zu leben. Ach, der war jetzt... Ja, zum Nachdenken. Ja. Was? Ich sehe so affengeil aus. Dein beschissenster Moment auf der Bühne. Oh Gott, mein beschissenster Moment auf der Bühne? Oh Gott, das kann ich dir sagen. Das liegt schon ganz viele Lichtjahre zurück. Mhm. War ganz schlimm. Mhm. Da waren die Scorpions und all diese Leute eingeladen. Ganz wichtig in Hannover. Die fanden das überhaupt nicht witzig. Und Klaus, meine fand das echt nicht lustig, als ich gesagt habe, sie singen doch bei AC/DC. Das fand er nicht witzig. Naja, gut. Ich finde ja Winds of Change auch scheiße. Okay. Was möchtest du deiner Mutter France sagen? Wem meiner Mutter France? Ich wünsche ihr alles Gute. Ich hoffe, es geht ihr gut. Die freut sich aber jeden Tag, wo sie keinen Zettel am Zeh hat. Und ich wünsche ihr alles Liebe, alles Gute und ich komme sie bald im Heim wieder besuchen. Okay, das waren 5 Fragen an, aber jetzt... Bei dir, das ist halt, ne? Das ist Knaller. Die 6. ne? Nee, ja, so. Das so, sowieso. Aber bei dir würde ich ganz gerne die obligatorische Frage stellen, warst du heute schon groß? Was? Warst du heute schon groß? Nee, ich war nicht groß heute. Ich esse ja momentan gar nichts, dann kann ich auch keinen Kacki machen. Aber ich war schon mit der Hunde draußen heute, so. Elke, dann vielleicht noch einen kurzen Kracher zum Abschied für unsere Zuschauer da draußen. Was denn für ein Kracher? Naja, wo du sagst, hier, den muss ich euch jetzt mal servieren. Den muss ich euch jetzt mal servieren. Darf man sich der was... ist geil. Ja, ja, okay. Ja. Der ist wirklich geil. Ja. Benni, kennst du den Unterschied zwischen einem Fallschirmsprung oder wenn dir eine 90-Jährige ohne Zähne einmundiert? Blasen darf ich nicht sagen, oder? Doch, ist okay. Okay. Oder dir eine 90-Jährige ohne Zähne einbläst. Was ist der Unterschied? Ja, man tut immer so, als wenn man... Ja, was ist der Unterschied? Hast du eine Idee? Nee, ne? Warte, sag. Es gibt keinen, man darf bloß nicht runtergucken. 5 Fragen an Elke Winter, vielen Dank.